Sommer 1916. In Europa tobt der Erste Weltkrieg. Das deutsche Oberkommando hat beschlossen, die französische Armee auszubluten. Bei Verdun soll der Feind zermürbt werden. Die Verluste auf beiden Seiten sind verheerend. Aber die Offensive tritt auf der Stelle. Und in wenigen Tagen werden die Alliierten ihren Gegenangriff an der Somme starten. Ein weiteres Massenschlachten mit über 1 Million Opfern. In diesem Sommer 1916 ist der Maler Ernst Ludwig Kirchner, einer der führenden Köpfe des deutschen Expressionismus, zur Kur in einem Sanatorium bei Frankfurt am Main. Auf einem seiner seltenen Ausgänge malt er ein Bild mit dem nüchternen Titel Frankfurter Westhafen 1916. Was sehen wir? Menschenleere Hafenanlagen in einem seltsam rosaroten Grundton. Auf der linken Hälfte des Gemäldes verschmelzen Fluss und Himmel in einem Gelb-Grün. Die Komposition in lebhaften Farben ist geometrisch, gegliedert durch eine Reihe schräger einander kreuzender Parallelen. Ihre harten Winkel erinnern an die Kerben eines Holzschnitts. Das Gemälde scheint beherrscht von Motiven der industriellen Mechanisierung. Fabriken, Kränen, eine Eisenbahnbrücke, eines Zuges. Einzig die beiden überproportionalen Figuren im Vordergrund, vielleicht zwei Hafenarbeiter, schemenhaft, steif wie Statuen, stehen für die menschliche Komponente. Das Ganze vermittelt ein Gefühl von Anspannung und Angst. Was liegt dieser expressiven Wiedergabe eines profanen Sujets, die auf dem Höhepunkt eines Weltkriegs entstand, zugrunde? Um das zu erfahren, müssen wir ihre Elemente und die Figuren befragen. Die Geheimnisse lüften, die sich hinter dieser gequälten Komposition verbergen, und erfassen, was uns der Künstler über seine dunkle und gewalterfüllte Zeit erzählt. Frankfurt ist eine wichtige Drehscheibe der deutschen Industrie, die das Land reich gemacht hat und im Verlauf von 40 Jahren zur zweitstärksten Weltmacht aufsteigen ließ. Der Fluss auf dem Bild ist der Main. Er durchfließt Deutschland von Ost nach West. Die Lastkähne löschen Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse aus dem Inneren des Landes und nehmen Fertigprodukte zum Weitertransport nach Westen an Bord. Über den Rhein fließt der stetig anwachsende Rohstoffverkehr in Richtung Ruhrgebiet, ins industrielle Herz des Reiches und weiter zu den Schiffswerften an der Ostsee. Die Generation Kirchners, der 1880 geboren wurde, erlebte eine rasante Zunahme der Bevölkerung und insgesamt ein fulminantes Wachstum. Flüsse werden reguliert, Kanäle ausgehoben. Fernstraßen, Eisenbahnen, Brücken, sie bilden das Wegenetz, auf dem Deutschlands Vorherrschaft in Europa beruht. Frankfurt ist urban und industriell geworden. Im ganzen Land werden Ballungszentren aus dem Boden gestampft. 40% der Bevölkerung sind Arbeiter. Fabriken und Hochöfen bilden ihre neuen Horizonte. Im Hafen auf dem Bild jedoch scheint alles merkwürdig stillzustehen. Alle Anstrengungen sind auf den Sieg gerichtet. Die Rüstungsfabriken an der Ruhr laufen auf Hochtouren. Dafür fehlen überall sonst die Arbeitskräfte. Was befördert der Zug, der über die Brücke Richtung Norden zum Frankfurter Hauptbahnhof fährt? Rohstoffe? Chemikalien? Oder, wahrscheinlicher noch, Waffen, Munition und junge Soldaten, die an die Front gehen? Kanonen und Kanonenfutter. Du wirst Architekt, befindet der Vater, ein Chemieingenieur, als der Sohn Ernst Ludwig eine Begabung fürs Zeichnen erkennen lässt.
Während des Studiums entdeckt Kirchner die Museen und verkehrt auch in der Kunstschule. Mit dem Diplom in der Tasche steht sein Entschluss fest. Es wird die Malerei werden. 1905 gründet er in Dresden mit drei Freunden, den Architekturstudenten Fritz Bleil, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff, die Künstlerbewegung Die Brücke. Heckel notiert: Das sei ein vielschichtiges Wort und würde gewissermaßen von einem Ufer zum anderen führen. Die Bewegung will ein Steg sein, der die deutsche Tradition mit der Moderne und der Zukunft verbindet. Das in Holz gravierte Manifest appelliert an eine neue Generation von selbstbewussten und lebenslustigen Künstlern. Wir wollen uns Arm und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesehenen älteren Kräften. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt. Rausch, Gehirn zerschmettern, kauen, fressen, schlingen, zerwühlen, wonnevolle Schmerzen des Gebärens, krachen des Pinsels, am liebsten durchstoßen der Leinwände, zertrampeln der Farbtuben. So fasst Max Pechstein, der ein Jahr später dazustößt, den radikalen Expressionismus der Brücke zusammen. Ein Wagnis. Hat Kaiser Wilhelm II. Doch verkündet, die Kunst müsse dem Staat dienen. Der Monarch liebt akademische Maler und die bürgerliche Kunst. Und so geißelt er, von dem es heißt, er habe den Geschmack einer Köchin oder eines Bäckerlehrlings, die engagierten Werke einer Käthe Kollwitz oder den Impressionismus Max Liebermanns als Rinnsteinkunst. Ganz zu schweigen von seiner Abneigung gegen jegliche Modernität jenseits der Grenzen. Ihm graut angesichts der Kühnheit der Pariser Fauve oder der Bilder eines Edvard Munch, der als anarchistischer Provokateur den Weg für eine neue, Expressionismus genannte Richtung ebnet. Der Deutsche malt das Was, der Franzose das Wie, schreibt Kirchner. Expressionismus, Expression. Das Werk soll die intimen Gefühle, die innere Unordnung des Künstlers ausdrücken. In seinen Anfängen umfasst er alle Strömungen der internationalen Moderne, wird aber bald zum Synonym für die spezifisch deutsche Richtung, wie sie der Blaue Reiter und die Brücke vertreten. Ihre dynamischen Kompositionen wirken wie absichtlich entgleist, schnell hingeworfen, fast fliehend. Die Farben sind heftig, grell. Die Striche scharf, verformt, gequält, auf der Suche nach größtmöglicher Intensität des Ausdrucks. Die Kais und der Fluss. Anatomie eines Hafens mit seinen Adern und Gräben, tief wie die Kerben von Holzschnitten. Inmitten des Ganzen ein Symbol der Passion Christi, eine Reverenz an Dürer und Rembrandt. Die Leinwand als offene Wunde. Kirchner hat vom Tod eines Berliner Freundes an der Front erfahren. Hugo Bialowons fiel für uns. 9. Juli 1916. Es ist der Freund, der 5 Jahre zuvor im Atelier des Malers nackt tanzte, wie auf einem Vulkan. Hugo tanzt. 1911. Die expressionistische Zeitschrift Der Sturm hat die Gruppe ins brodelnde Berlin eingeladen, um sie mit anderen Malern, Dichtern und Schriftstellern zusammenzubringen. Die Atmosphäre der Hauptstadt verfehlt ihre Wirkung nicht. Die 4 jungen Wilden gründen für einige Zeit eine Künstlerkommune, schließen sich mit ihren Modellen ein. 15 Minuten pro Skizze, die Stoppuhr läuft, Tag und Nacht. Sie veröffentlichen, stellen aus. Im Berliner Atelier erklingen die entfesselten Rhythmen der angesagten Revuen. Hugo und die anderen Modelle posieren und feiern. Skulpturen, Stoffe, Möbel, Glas. Akte und noch mehr Akte in einem Bilderstaccato, das dem Takt der Exzesse kaum folgen kann. Der Absinth fließt in Strömen. Männer und Frauen, Prostituierte und sehr junge Mädchen
wechseln von Umarmung zu Umarmung, von Bett zu Bett, von Leinwand zu Leinwand. Erna, eine Tänzerin, wird Kirchners Muse. Erst Modell, dann Ehefrau. Im Sommer fliehen die Maler aus der Hauptstadt an die Ostsee mit ihren Stränden und Inseln. Die Badenden sind nackt, fröhlich. Aber die Tage der Bohème und der ungezügelten Utopie sind gezählt, wie die des Reiches. Der Einzelne wird zum Rädchen der industriellen Massenproduktion. Die Mechanisierung des Geistes ergreift ganz Europa mit ihren Machtfantasien, ihren Visionen von Revolution und Krieg. Noch vibrieren auf den Leinwänden Berlins Straßen, voller Vergnügungen, Sex und Unbekümmertheit. Aber nach und nach nehmen die Frauen, Straßen und Schatten eine Farbe an, Absinthgrün. Berlins Straßen und das dunkle Wasser des Mains. Das fluoreszierende Grün schwappt in den Becken des Frankfurter Binnenhafens und sein Gift betäubt das Land in seinem zerstörerischen Rausch. Selbstporträt von 1915. Das Fest ist aus. Der Krieg ist da. Die Träume, ein abgestandener Rest im Glas. Absinth, die grüne Fee, hat sich der Leinwand bemächtigt, wie zuvor schon der Sinne. Vertrieben aus dem künstlichen Paradies bleiben dem Einzelnen nur Verzicht und Selbstaufgabe. Die Symphonie der Großstadt ändert ihre Tonart. Die Stimmung in Deutschland verdüstert sich, die Kriegsgefahr kommt näher. Schraffuren tauchen auf. Die Bilder werden aggressiver, die Lichter blenden. Die Perspektiven ändern sich, die Gesichter verwischen. Bis ins Unsichtbare. Der Erste Weltkrieg beginnt am 1. August 1914. Kirchner meldet sich im Frühjahr 1915 zur Artillerie. Unfreiwillig freiwillig. Mit 34 muss er nicht damit rechnen, einberufen zu werden, fürchtet sich aber panisch davor, irgendwo als Reservekrüppel Gräben auszuheben. Er hofft, dem Gemetzel zu entkommen, indem er sich zum Fahrer ausbilden lässt. In den ersten Kriegswochen herrscht überall in Deutschland martialische Euphorie. Das Vaterland, die strahlende Zukunft und der Ruhm des Reiches werden besungen. Der patriotische Elan erfasst alle Schichten der Gesellschaft. Auch die Künstler, von denen einige den großen Krieg als moralische Reinigung begrüßen. Die Futuristen verherrlichen ihn gar als die einzige Hygiene der Welt. Neun Monate später wird Kirchner wegen Lungenproblemen und einer schweren Depression, die seinen Alkohol- und Drogenkonsum noch verschlimmert haben, ausgemustert. Er konnte das Kasernenleben, die Schlafsäle, den Drill nicht ertragen. Er porträtiert sich selbst als Kriegsversehrten. Seine rechte Hand ist nur noch ein blutiger Stumpf. Es folgen der psychische Zusammenbruch, der Horror aus der Distanz, die Angst und sicher ist auch ein wenig Feigheit im Spiel. Die hohe Mission des Schlachtfelds, die er beschwor, ist nur noch eine hohle Illusion. Zwei Jahre des Blutzolls und der äußersten Anstrengung haben auch das deutsche Volk ernüchtert. Rationierung, Lebensmittelknappheit, Inflation. Die Schulen schicken die Kinder auf die Felder. Die Mütter werden herangezogen, um in den Fabriken Granaten zu drehen, die wiederum Söhne und Ehemänner auf der anderen Seite der Front zerreißen werden. Die Wirtschaftsblockade der Alliierten zeigt Wirkung. Im ganzen Reich fehlt es selbst am nötigsten. Gefangene, oft schwach oder krank, müssen die Arbeitskräfte in Bahnhöfen und Häfen ersetzen. Während gleichzeitig zahllose traumatisierte Verwundete nach Hause zurückkehren, wo es an fast allem mangelt. Das Reich droht zu ersticken. Die deutsche Führung hat nur zwei Möglichkeiten: den Frieden oder einen schnellen und massiven Befreiungsschlag.
300.000 deutsche Soldaten sterben in Verdun und ebenso viele Franzosen. Die chemisch-pharmazeutische Industrie, die mit ihren Fabriken im Raum Frankfurt einst Weltruhm genoss, liefert nicht länger Farbstoffe, Dünger oder Medikamente. Sie produziert jetzt Sprengstoffe und Kampfgase. Darunter das furchtbare Hyperit, Senfgas, das verheerende Verätzungen an Augen und Lunge verursacht und die Böden für Wochen vergiftet. Die fröhlichen Nackten an der Ostsee sind jetzt anonyme Soldaten, die bald vor den Augen ihrer Vorgesetzten sterben werden und zuvor noch ein letztes Mal duschen. Ein Bild geradezu morbider Panik. Gesichter und Persönlichkeiten verwischen. Die Körper erinnern an Hampelmänner, Silhouetten, sind fast schon Skelette. In Kirchners Frankfurter Westhafen gibt es nur noch zwei menschliche Figuren, als wären sie in letzter Minute hinzugefügt worden. Hafenarbeiter? Vielleicht. Aber sie wirken wie Zerrbilder jenes Hafenarbeiters, dessen Skulptur die Stadt 1890 errichten ließ. Tragen sie eine Arbeitsmontur oder eher eine Uniform? Was, wenn es die Schemen derer wären, die Hugo und Kirchner einst waren? Ich sehe den Krieg nun als blutigen Karneval, notiert Kirchner im Sanatorium. Wie die Kokotten, die ich malte, ist man jetzt selbst. Hingewischt. Beim nächsten Male weg. Im Deutschland der Vorkriegsjahre waren Sanatorien à la mode für die, die sich einen Aufenthalt dort leisten konnten. Die Armen werden auf die allgemeine TBC-Impfung und die ersten Antibiotika bis nach dem Zweiten Weltkrieg warten müssen. Behandelt werden Tuberkulose, Hysterie, Masturbation und Weltschmerz. Es ist ein Leben im Kokon, ein verführerisches Schweben zwischen Krankheit und Tod. Reine, frische Höhenluft, Sonne, absolute Ruhe, gute Ernährung. Das Sanatorium ist eine Erfindung des deutschen Botanikers Hermann Bremer, der bei einem Aufenthalt im Himalaya von seiner Tuberkulose geheilt wurde. Ein anderer Deutscher, Robert Koch, isoliert 1882 den Bacillus der Tuberkulose, eine der armen Krankheiten schlechthin, die in Europa für jeden siebten Tod verantwortlich war. Kirchner verbringt 1916 den Sommer in einem Sanatorium im Taunus. Er ist physisch und psychisch am Tiefpunkt. Fast scheint es, dass für jeden Künstler der Epoche ein Aufenthalt im Sanatorium obligatorisch sei. Van der Velde, der Vorreiter des Bauhauses. Gorki, Strawinski, Éluard. Nun also Kirchner. Aber das Sanatorium wird zum Lazarett. Die Luxuspatienten müssen für die Verwundeten von der Front Platz machen. Kirchner hört sich ihre Erzählungen an und versinkt in einen permanenten Albtraum. Die Ärzte ermuntern ihn, zum Pinsel zu greifen und geben bei ihm 5 Wandgemälde für die Eingangshalle in Auftrag. Wieder sind es nackte, weibliche und männliche Badende. Ein verzweifelter Versuch, noch einmal das Glück der Vorkriegsjahre zu beschwören. Auch Thomas Manns berühmter Roman »Der Zauberberg« spielt in einem Sanatorium. Es ist der perfekte Spiegel seiner Zeit, in der sich Vernunft und Fortschritt, Mystik, Großbürgertum, Hedonismus und Psychoanalyse mischen. Hans Castorp, der junge Held, der nur für ein paar Tage einen Freund besuchen will, ist fasziniert von den Leuten da oben. Am Ende wird er 7 Jahre bleiben, bevor er als kleiner Soldat im großen Krieg verloren geht. Und so, im Getümmel, in dem Regen, der Dämmerung, kommt er uns aus den Augen, schrieb Thomas Mann. Kirchner weiß, dass er nie mehr malen wird wie früher, mit den gleichen Strichen, den gleichen Farben oder erfüllt von jener Besessenheit, mit der er in den Jahren der Brücke mehrere hundert Gemälde und tausende von Zeichnungen schuf. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ruiniert sich die Hände an einem Meisterwerk. 7 Farbholzschnitten für Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Das fantastische Märchen Adalbert von Chamissos, das Kirchner in der Kaserne las.
Es ist die Geschichte eines Mannes, der seinen Schatten gegen einen immervollen Sack mit Dukaten verkauft. Ohne seinen Schatten jedoch wird er nach und nach aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen und verliert die, die er liebt. Es geht im Grunde um den Verfolgungswahn eines Menschen, der sich plötzlich seiner unendlichen Kleinheit bewusst wird, schreibt Kirchner. Er verlässt das Haus nur noch nachts, wie Schlemihl, dessen Name auf Jiddisch bedeutet, ein Taugenichts und Narr, dem alles misslingt. Kirchner will der Hölle entkommen, vielleicht mit dem Zug, der über die Brücke rast. Züge haben in seiner Kunst einen besonderen Stellenwert. Als Junge zeichnete ich die Züge und die Frauen mit den Sonnenschirmen, die am Bahnhof langgingen. Ich rieche noch die vollbesetzten Züge und den Duft der Frauen. Aber 1914 ist die Lokomotive eine alles zermalmende Todesmaschine geworden. Kirchner illustriert Emile Zolas Roman »Die Bestie im Menschen«, an dessen Ende der Zug führerlos in den Krieg donnert. Auch Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, ist fasziniert von Zügen. Angeregt durch seine Tätigkeit als Nervenarzt, bei der er Hysterien und Neurosen behandelt hat, erforscht Freud das Unbewusste. Wie es funktioniert und das Individuum beeinflusst. Er tut dies vor allem, indem er Träume analysiert und bei seinen psychoanalytischen Sitzungen versucht, die Kindheitstraumata seiner Patienten offenzulegen. Freud selbst graut vor jeder Bahnfahrt. Aber ausgerechnet während einer Zugreise durch Italien überdenkt er die Fundamente seiner Theorie. Die Reise verändert seine Wahrnehmung von Raum und Zeit. Und seine Eisenbahnmetapher wird zum Sinnbild für die psychoanalytische Behandlung. Die Reise ist die Analyse. Das Abteil, die Praxis. Und die am Fenster vorbeiziehende Landschaft entspricht dem Assoziationsstrom, der Gedanken, Träume und Bilder des Patienten freisetzt. Der Zug ist das Vehikel zum Unbewussten. Und von nun an wird sich Freud mit seinen Patienten wie in einem Zugabteil einrichten. Freud interessiert sich auch für die Kunst und die Psyche des Künstlers hinter seinem Werk. Die unbewusste Verschleierung und die Darstellung eines gequälten Ichs auf der Leinwand. Die beängstigenden und pessimistischen Visionen, die in allen Künsten zunehmend präsent sind. Nicht zuletzt in einem ganz neuen Medium, dem Film. Das Kino, vor allem der expressionistische Film, spiegelt politische Gewalt, Arbeitslosigkeit, Inflation. Kurz die allgemeine psychische Unordnung der Nation nach der Niederlage 1918. Kirchner und Deutschland sind beide zutiefst krank, traumatisiert, weit entfernt von einer Gesundung. Kirchner zieht sich in die Schweiz zurück, ins Sanatorium von Davos, das des Zauberbergs. Das Rot in seinen Gemälden ist jetzt beinahe rosa, vielleicht um den Horror des Blutes abzumildern. Es legt sich auf die Landschaften von Davos, auf die eingeschneiten Gipfel, auf die Wolken. Aber hinter den Motiven, die anmuten wie biedere Ansichtskarten, friedliche Gebirge, Weiden, Tiere, lauern erneut Tumult und Unruhe. Bedrückung und Schrecken scheinen unauslöschlich. 21 Jahre nach seiner Entstehung, 1937, wird Frankfurter Westhafen von den Nazis als entartete Kunst diffamiert. 639 Werke Kirchners werden aus den Museen entfernt, ins Ausland verkauft oder verbrannt. Die Wandfresken des Sanatoriums im Taunus werden zerstört und die Institution selbst als Judennest geschlossen. Bald werden die ersten Züge in Richtung Vernichtungslager rollen. 1938 schießt sich Kirchner eine Kugel ins Herz. Seine Innenwelt und sein Land sind aus der Bahn geraten. Frankfurter Westhafen 1916 ist ein Albtraum im Wachen. Ein Kaleidoskop des blutigen Karnevals der deutschen Geschichte, von der hochindustrialisierten Kampfmaschine des Kaiserreichs bis zu den Todesfabriken der Nazis.